Schwarz-Weiß-Instant-Fotos. Finde ich irgendwie doppelt geil. Schwarz-Weiß ist halt reduziert. Geil und dann auch noch ein Unikat, ja. Ja. Ach ja, ach ja. Na gut. Geh mal Bilder gucken. Jetzt musst du das Video einschalten, oder? Jetzt kommt der Moment, wo ich gerade schon auf Recording geklickt habe. Das Video wird aufgenommen und auf YouTube landen. Der Link wird in der Beschreibung unten stehen. Und ich setze eine Kapitelmarke, damit man da hinsprengen kann. Hey. Ne? Ja. Also jetzt alle abwandern. Da kriegt auch Holgi irgendwie Medienbruch. In den Matrix kriegt Holgi dann so einen Schock, weil alle plötzlich aussteigen. Nee, so gute Statistik habe ich hier gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Also wer Bilder gucken wahrscheinlich möchte, hört hier schon seit Jahren keiner mehr zu. Ich habe drei Bilder ausgesucht. Ja, sind es wieder drei Bilder, die was miteinander zu tun haben und ich muss raten, was? Ja. Echt? Natürlich. Oder sagst du das jetzt einfach nur? Du sagst das einfach. Oh, das wäre mal geil. Ich nehme völlig unser. Ja, natürlich. Ich teste Holgis Mustererkennungsfähigkeiten. Nö, ich was, Dinge, die selbst du nie gesehen. Okay. Ich habe was bei gedacht. Okay, dann gucken wir mal. Mal schauen, ob wir das gleiche denken. Womit fangen wir an? Mit dem Orange is the New Black. Orange is the New Black. Geile Serie übrigens, falls Sie noch nicht gesehen haben sollten. Alex hat das gemacht. Orange is the New Black heißt das Bild. Das ist doch, das ist hier am Theo, am steht hier, Abendstimmung am Messedampf Berlin. Genau, ja, genau. Richtig. Fußgängerunterführung, ja. Richtig, Fußgängerunterführung, das sind orange gekachelte Säulen. Rechts orange und links. Gekachelte Wände, die man kaum erkennt, weil überall Graffiti dranhängt. Ja, dann so regelmäßige Lichter von oben, so Tonnen, so zylinderförmige Lichter, die nach unten strahlen. Das ist ein gutes 70er-Jahre-Design halt. Ja. Richtig, ein Betonboden und eine Person, die auf dem Bild gerade geht. Ja, was ist das? Das Bild ist so ein bisschen, eigentlich ist das ein Liminal Space. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist aber nicht das Ding, was ich, das ist nicht das Ding, wonach du suchen musst. Es ist nicht ganz ein Liminal Space, würde ich sagen. Und das liegt auch nicht an der Person, sondern das liegt daran, dass auf den Wänden zu viel Schrift ist. Da ist zu viel Mensch drauf, ne? Genau, es ist zu viel Zivilisation noch oben drüber. Also das ist so eine zweite Zivilisationsschicht, also eine zu viel. Eine Zivilisationsschicht zu viel. Mir gefällt das. Das Bild ist bearbeitet, gründlich bearbeitet, also knallige Kontraste. Es ist vor allem, alles, was nicht orange ist, ist irgendwie entsättigt. Mhm. Also die Wand, der Fußboden und Decke ist quasi schwarz-weiß. Und eigentlich mag ich so, weißt du, du kennst diese sogenannten Color-Key-Bilder, wo du eine rote Rose in einem Schwarz-Weiß-Bild hast oder sowas. Und da kann ich ja gar nichts mit anfangen. In diesem Kontext fand ich das interessant, diese Farbbearbeitung. Ja, weil das Subjekt nicht das Herausgestellte ist. Die rote Rose im Schwarz-Weiß-Foto, da ist die rote Rose ja das Subjekt. Und hier ist halt die Frau, die da durchgeht, die reichert das Bild nur an. Die ist nicht das Bild. Also du hättest das Foto auch ohne diese Frau machen können und es wäre immer noch ein geiles Foto gewesen. Dieses Foto von der roten Rose in dem Schwarz-Weißen ohne die Rose würde nicht gehen. Ja, das ist richtig. Und das hier ohne die Säulen? Nee, schönes Bild, hat mir gefallen. Sehr schön, ja. Ist mir sofort ins Auge gesprungen und auch trotz der extremen Bearbeitung finde ich es klasse. Ja, absolut. Michael, nächstes Bild. Zufallsfund. Zufallsfund. Ja, was sehen wir? Wir sehen, lass mal kurz gucken hier. Zufallsfund? XT3 übrigens. Zufalls-F, ich sehe hier leider nur Zufallsfaktor. Nee, Entschuldigung. Das Bild heißt Skyline. Aha. Das Bild heißt Skyline und ist das Heck eines Autos. Japanischen Autos. Ein Coupé, ein Sportcoupé, silbergrau mit Flügel hinten, also ein Heckflügel drauf. Und runden Lichtern. Runde Rücklichter. Skyline steht hinten in Prägeschrift. Ah, jetzt sehe ich das. Okay, da kommt das Skyline her. Skyline in Prägeschrift. Darunter die Aufnahme. Was ist das? Die Aufnahme vom. Nee, das ist eine. Ist das eine? Aufnahme für eine Anhängerkupplung, die aber irgendwie kaputt ist und mit ein bisschen Gaffertape oder Klebeband notdürftig repariert worden ist. Das ganze Auto auch irgendwie ziemlich angeschrammelt und angegammelt. Am Kofferraum. Genau, der scheint einen Unfall gehabt zu haben. Ziemlich sicher, ja. Und von links oben aber scheinen so Sonnenstrahlen oder Lichtstrahlen auf das Fahrzeug.
ist es nicht, sondern ich glaube, das ist das Fahrzeug selber und die Kamera wurde dann nochmal bewegt. Ah. Das sind Streifen von den hellen Stellen am Auto. Das ist Aber wieso also. ist das Auto dann scharf, wenn die Kamera bewegt wurde? Oh, das könnte eine Verdopplung sein. Das könnte einmal geblitzt und dann nochmal die Kamera mit bei einer Langzeitbelichtung weggezogen sein. Das könnte hinterher kompositet geworden Kompositioniert. sein. Ich schaue gerade mal. Man hat leider keine weiteren Anhaltspunkte im Bild. Was fällt dir an den Kontrasten auf? Die sind recht mau. Also es ist sehr, sehr weich, sehr. Warum ist es mau? Weil das ist nicht, da ist die Gradationskurve verschoben worden. Das. Insgesamt ist es verwaschen. Also es ist ein graues Bild, also es ist ein Grauschleier über dem gesamten Bild. Das liegt daran, dass das Schwarz nicht schwarz ist. Genau. Na, Genau. wenn du das mal oben mit dem oberen Flickerrand vergleichst, der Ja, schwarz das ist ist, ja, stimmt, ja. dann siehst du, dass das grau ist, das schwarz. Und das ist tatsächlich so ein Trick, wenn man das so ein bisschen anhebt, dann wirkt das mehr so, ja, ich weiß auch nicht, mehr so vintage und filmisch so ein Ja. bisschen. Und das ist hier so quasi der Effekt. Ich finde das Licht überhaupt interessant, weil das ist ein relativ großflächiges Licht, was Ja, und fast das sieht schon ein vor bisschen allen Studio-Flair hat. Ja, es sieht so aus, also wenn das jetzt nicht so scharf wäre, sondern wenn das ein bisschen gewellt wäre, könnte man denken, der Geist des Fahrzeugs würde es gerade verlassen. Nach links oben Ja, entfleucht genau. dem Fahrzeug der Geist. Sehr schön. Ich merke schon, ich glaube, das Thema der Bilder heute ist Kontrast. Meinst du? Gucken wir mal aufs Letzte. Das Ja, Letzte. Kontrast. Insel der Glückseligkeit. Insel der Glückseligkeit. Es ist im Hintergrund Bürogebäude und moderne Trübe, trübe, Bürogebäude. regnerische Nacht. Trübe ist es Nacht. Ja, es ist Nacht. Ne? Es ist ja so Abenddämmerung. Abenddämmerung. Sieht winterlich aus. Ja, die Leute haben Es ist die an Gejacken einem, an. also es sieht aus, als wäre es an einem Flussufer oder sowas ähnliches. Es ist so ein Mäuerchen, also im Lies Vordergrund eine mal, was Straße. oben über dem Kiosk steht. Wollte Ach ich zum so, Schluss sagen. Entschuldigung. Also im Hintergrund moderne Bürogebäude, davor im Vordergrund etwas weniger moderne Bürogebäude, eher so Backsteinbauten und sowas, die etwas niedriger sind. Dann ein Mäuerchen, drei Personen stehen am Mäuerchen, dann im Vordergrund eine nasse Straße und rechts im Bild, was ist das, die Hälfte? Ja, fast die Hälfte. Steht ein. Ist das ein Bütchen? Ja, ist ein Kiosk. Ja, Nee, das ist eine Frittenbude. irgendwas Ne? Budiges. Irgendwas Budiges und heißt Brücke 10 Alter Elbtunnel. Astra. Ja, es wird vermutlich irgendwo in Hamburg oder so an der Elbe stehen. Kann's von ausgehen. Und was ich da toll finde, ist der Hintergrund, also die Bürogebäude, die Menschen, die am Wasser, also am Ufer stehen, das ist alles diesig und verschwommen. Und die Fritteboot mit den Leuten, die davor stehen und sich gerade irgendwie was kaufen, ist knallscharf. Ja, nicht nur das, sondern Und beleuchtet. und beleuchtet, also hellwarm beleuchtet. Das ist ja einladend, da geht's ja kaum. Also in diesem Bild, das ist von der Komposition her, ist das Hammer, ne? Das vorne eben diese Bude und dann links in der Mitte quasi genau reingeframed zwischen zwei so Pfosten und die Bude hast du diese drei Menschen, die da aber nur in Silhouette stehen. Also die kannst du quasi nur erahnen, die machen quasi Beiwerk. Und dann hast du vor allem eine Farbpalette in diesem Bild, die aus ziemlich genau zwei Farben besteht. Aus so einem, Gelb und Blau. genau, aus so einem verwaschenen Blau und aus einem gelb, warmen Gelb, was eben. Und nicht nur im Bütchen ist es warmgelb, sondern dieses warmgelb spiegelt sich dann hinten auch nochmal in den Bürohausfenstern wieder, die noch erleuchtet sind. Ja, es spiegelt sich nicht, es findet sich Es da findet wieder, sich aber wieder. ja. Stimmt. Und du hast quasi Und es so Zitate im beleuchtet, Bild, weißt du, so, genau, ja. ja, und es beleuchtet auch noch die Straße im Vordergrund, sodass du, ja, es ist so ein, ja, so ein. Also das ist so ein Bild, das würde ich mir ausdrucken und groß an die Wand hängen. Wer hat's gemacht? Ich habe das steht nicht offen. Ach so, warte mal, ich guck mal gerade. Reka steht hier. René hat das René gemacht. hat das gemacht. Also Sehr geiles Bild, René. ja, und da ist Und jetzt, da jetzt mal darf jetzt vorwärts schwarz auch klicken. schwarz sein, übrigens. Ja, Na, da da darf das muss Schwarz auch schwarz 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 sein. sein. Das hätte man auch anheben können, aber das ist ja hinten schon genug ausgewaschen. Ja, Ja. diese drei Bilder. Renés Fotostream ist
klein, aber da sind noch ein paar interessante drin. Ja. Ha, nice. Very nice. Falls ihr Bilder abwerfen wollt, die wir dann hier beurteilen, dann werft die ab unter dem, genau, dann werft die ab unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet, auf vrint.de im Posting zu dieser Sendung. Und wenn wir eure Bilder nicht besprechen, die sind alle auf einer Liste, werden alle gesammelt. Und falls wir es dann irgendwann mal auf die Reihe kriegen sollten, Live-Auftritt zu machen, was wir ja vor 3 Jahren mal angefangen hatten zu planen. Ist noch auf der Liste. Genau, oder? Ist immer noch auf der Liste. Dann können wir ja einfach mal den Dia-Abend machen mit allem. Zum Beispiel. Chris Marquardt, vielen Dank. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.